Ja, mein Name ist Michael Hocke, bin 52 Jahre alt, bin hier der Basisleiter an der Tauchbasis Stechlin und bin jetzt seit einem Jahr hier. Wir haben es hier sehr nah ans Wasser, also sind keine 50 Meter zu rödeln, wie wir dazu sagen. Wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet und das schon seit 1931. Von der Historie her ist das natürlich auch sehr bekannt. Direkt angefangen hat es 1975, wurden die Häuser hier errichtet und 1978 war offiziell der Tauchbetrieb hier. Hier war jedes Jahr eine Trophy und 1985 die internationalen Weltmeisterschaften im Orientierungstauchen. Okay, der Service für die Tauchbasis bietet, wir haben hier Vollausrüstung da, noch ziemlich nagelneue von Maris, bieten alles an. Also wir haben bis zu 30 Ausrüstungen in allen Größen da. Wir bieten Flaschenfüllung, wir haben hier einen Bauerkompressor. Weiterhin bieten wir auch Ersatzteile an und kleine Sachen zum Verkauf, was wir hier haben, was sonst bei uns in Berlin im Laden ist, aber wir haben auch kleinere Sachen hier, die wir hier mit anbieten. Wir selber haben hier 65 Betten anzubieten, verschiedene Zimmerarten, 2-Bett, 3-Bett, 4-Bett-Zimmer, nicht nur für Taucher, auch für Wanderer etc. Und wir haben 6 Mobilheime, wo bis zu 5 Personen drin schlafen können. Also unser Schulungs- und Aufenthaltsraum ist natürlich, wir bieten hier Schulungen an, gerade für unsere ganzen Kurse, was wir hier anbieten, Navigation etc., aber auch Tauchausbildung, dafür wird der auch genutzt. Der Stechlinsee ist immer noch einer der klarsten Seen in Deutschland. Die Tierwelt und die Pflanzenwelt ist hier wunderschön. Der See ist wunderschön begrünt mit allen möglichen verschiedenen Pflanzen, Algenarten. Wir haben sehr viel Fisch hier, vom Hecht über Barsche, Schleie, Karpfen, es ist hier alles zu sehen. Ja, und das zeichnet ihn aus. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren die einzelnen Häuser renovieren, wahrscheinlich auch dementsprechend umbauen in Apartments. Wir wollen einen Wintergarten mit anbauen, dass wir noch ein bisschen mehr Fläche anzubieten haben, wo sich Leute mit aufhalten können. Da sind noch einige Sachen hier geplant. Also betauchen können wir hier jeden Tag von 9 bis 19 Uhr. Leider dürfen wir aus Naturschutzgründen hier kein Nachttauchen anbieten. Ansonsten sind wir im Endeffekt von Ostern bis Weihnachten, Silvester, haben wir hier eigentlich ganzjährig geöffnet.
Wir schließen dann erst Anfang Januar, weil wir bieten hier noch Neujahrs- und Silvestertauchen an und öffnen dann schon Ostern, wie die Saison schon wieder los ist.